Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich gerne bei dem Hit the Pan Tag mitmachen. Ja, diese Videoidee habe ich vor ein paar Tagen bei der lieben Victoria's Secrets gesehen. Ich werde euch ihr Video dazu gerne in der Infobox verlinken, da könnt ihr mal reinschauen. Und ja, bei dem Tag geht es einfach darum, dass ich euch jetzt Produkte zeige, die bei mir alle den Boden bzw. Das Pfännchen erreicht haben, wo das Pfännchen jetzt schon durchschimmert. Und ja, ihr wisst ja, dass ich euch monatlich Aufgebraucht-Videos abdrehe und euch da meine ganzen Produkte zeige, die ich in einem Monat leer gemacht habe und euch ein bisschen so meine Meinung dazu gebe. Ja, da ist sehr, sehr selten dekorative Kosmetik dabei. Liegt einfach daran, dass ich wirklich viel habe, finde ich. Es gibt natürlich immer Leute, die noch mehr haben, aber ich bin schon ziemlich gut dabei. Ich mag das sehr gerne. Ich sammle total gerne Kosmetik und mir macht es einfach Spaß, da viel auszuprobieren und ja, immer wieder mal was Neues zu testen. Deswegen sammelt sich dann mit der Zeit wirklich viel an und es kommt selten irgendwie nur noch vor, dass ich mal was wirklich komplett aufbrauche. Und ja, deswegen fand ich die Idee einfach total gut, wie schon gesagt. Ich werde euch einfach die Produkte zeigen, die bei mir jetzt das Pfännchen erreicht haben und euch ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Also ich habe es jetzt dann wirklich schon sehr, sehr häufig benutzt, bis es so weit gekommen ist. Und ja, ich habe ein paar Lidschatten rausgesucht, Blushes, ein paar Konturprodukte und auch Puder. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal mit den Lidschatten. Da möchte ich euch zuerst von Max Factor die Farbe Cream Champagne zeigen. Das ist ein wunderschöner, neutraler Ton. Ja, sieht eigentlich ziemlich hautfarben aus bei mir. Sehr, sehr schön mit so einem leichten goldenen Schimmer einfach und den benutze ich täglich. Jedes Mal, wenn ich fertig bin mit meinem Augen-Make-up, gehe ich da einfach nochmal in den fluffigen Pinsel rein und gebe den dann nochmal schön bis zur Augenbraue. Ich verblende das dann einfach nochmal schön mit diesem Ton hier. Also ja, ist ein sehr, sehr schöner Ton zum Ausblenden, finde ich. Oder auch solo getragen ist er sehr, sehr hübsch. Ich trage ihn auch heute, also wenn es mal schnell gehen muss, ist das ein perfekter Ton. Ich habe den heute komplett aufs ganze Lid aufgetragen, darunter natürlich eine Eyeshadow Base. Dann habe ich mit einem ja, dunkelbraunen Ton von Essence noch ein bisschen in der Lidfalte gearbeitet, einen Eyeliner gezogen und schon ist man fertig mit dem Augen-Make-up. Und ja, ist wie gesagt ein sehr, sehr schöner Ton, den man einfach haben muss, finde ich. Ich hatte davor von Catrice die Farbe Oops, Nude Did It Again. Ist relativ ähnlich gewesen, vielleicht ein bisschen heller vom Grundton her, aber war ebenfalls genauso schön. Und ja, sowas brauche ich einfach immer da, um mein Make-up ein bisschen ausblenden zu können. Und ja, finde ich sehr, sehr gut und es ist super viel schon aufgebraucht worden, wie ihr es sehen könnt. Und sowas kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, dann geht es weiter mit einem Duo von L'Oréal Paris und zwar ist das die Farbe 203 Beige Taupe. Ja, auch sehr, sehr hübsch, finde ich. Ich habe von denen aus der Color Appeal Reihe von L'Oréal noch ein paar mehr Lidschatten da. Ich finde die von der Qualität wirklich sehr gut. Die haben eine tolle Farbabgabe und sehr, sehr hübsche Farben auch im Sortiment. Und ja, das ist jetzt aber das Duo, das ich am meisten benutzt habe, das ziemlich gut aufgebraucht ist. Da haben wir hier einmal so einen sehr, sehr schönen hellgrauen Ton. Der ist super schön für den Alltag oder auch ein Kombi mit Schwarz, ganz klasse für ein Smoky Eye. Und hier könnt ihr den ja, cremefarbenen Ton sehen. Der ist fast komplett schon weg. Und ja, den habe ich eine Weile super, super gerne als Highlighter benutzt für den inneren Augenwinkel oder auch einfach unter der Augenbraue. Also der hat sehr, sehr schön gehighlightet. Er ist ein bisschen subtiler als das, was ich momentan als Highlighter benutze. Also momentan liebe ich ja den High Beam von Benefit total oder auch den Mary Luminizer von The Balm. Also momentan highlighte ich gerne ein bisschen auffälliger als damals. Aber das ist eine sehr, sehr schöne Farbe, die das Auge schön ja, strahlen lässt einfach. Und ich habe den sehr, sehr gern benutzt, wie ihr sehen könnt. Den Ton hier, das Graue auch. Also da wird langsam auch schon das Pfännchen sichtbar. Und ja, ich mag die einfach total gerne. Sind von der Qualität gut. Sind ein bisschen hoch preisiger für Drogerie, muss ich sagen. Ich glaube, 6 bis 8 Euro oder so kosten die. Aber ich mag die, wie gesagt, gerne. Ja, und dann habe ich noch eine Lidschattenpalette, die ich euch gerne zeigen möchte, wo viele Farben schon das Pfännchen erreicht haben. Und zwar ist das von der Firma e.l.f., das Beauty Book in der Natural Eyes Edition. Und ja, so sieht es aus. Ich habe mir das 2009, und zwar im Dezember 2009 in New York gekauft. Hat damals $5,99 gekostet, also wirklich ein Schnäppchen. Da sind drin 12 Lidschatten, da war noch ein Eyeliner enthalten, ein Applikator und natürlich ein kleiner Minispiegel. Und ja, ist einfach eine tolle Palette mit sehr vielen schönen natürlichen Tönen. Und ich zeige sie euch mal kurz. Also die ist wirklich schon super gut benutzt. Ja, da könnt ihr die sehen.
Ich habe bei 5 Farben aus den 12 Tönen das Pfännchen erreicht. Einmal bei so einem wunderschönen cremefarbenen Ton. Also das ist wirklich meine Beute, mein Beuteschema gewesen für eine ganze Weile zum Highlighten. Wie ihr sehen könnt, ist der Ton auch schon wirklich fast komplett aufgebraucht. Dann habe ich hier noch so einen schönen, ja etwas rosastichigeren Highlighter-Ton, den ich auch sehr, sehr gerne und sehr häufig verwendet habe. Dann ist hier noch ein bisschen so ein ja, hellbrauner Ton mit dabei. Den habe ich auch damals gerne komplett aufs ganze Auge gegeben und dann mit so einem helleren Ton ein bisschen gehighlightet, um das Ganze dezenter zu halten. Ja, hier ist dann nochmal so ein braunstichiger, schimmernder Ton. Der hier war jetzt halt matt. Den habe ich auch gut benutzt. Ich mag den sehr, sehr gerne. Beziehungsweise ich mochte den sehr, sehr gerne. Der sieht super hübsch aus. War auch sehr schön in der Lidfalte, finde ich. Und die lassen sich auch ganz toll verblenden. Sind sehr, sehr weich von der Qualität her. Und ja, dann habe ich hier noch diesen einen Goldton super häufig benutzt. Der hat auch schon, ja, ihr könnt ja auch schon das Pfändchen sehen. Ja, auf Gold stehe ich momentan nicht mehr so. Damals habe ich das wirklich gerne getragen. Und ja, die Palette ist wirklich allem in allem wirklich sehr, sehr gut. Vor allem für die 6 Dollar, die sie damals nur gekostet hat. Und als ich sie jetzt wieder rausgekramt habe, habe ich mich wirklich gefragt, warum ich die schon so lange nicht mehr gesehen habe. Die ist irgendwie wirklich verschollen unter meinen ganzen Lidschattenpaletten. Und ich habe mir vorgenommen, sie wieder häufiger zu verwenden, weil ich sie damals wirklich mochte. Die Qualität von den Lidschatten ist wirklich okay. Das, also für den Preis kann man nichts sagen. Das sind unter 5 Euro für 12 Lidschatten. Und ja, Elf gibt es ja auch in Deutschland, hat auch einen deutschen Online-Shop. Ich weiß allerdings nicht, ob ihr die Palette da auch bekommt in derselben Form. Ich weiß, dass es da solche Beauty-Books mal gab für eine Weile. Als ich damals dort ein bisschen was bestellt habe, habe ich sie gesehen. Aber ob es das jetzt in dieser Variante noch gibt, weiß ich leider nicht. Aber sehr, sehr schön auf jeden Fall und für das Geld kann ich euch das auch nur empfehlen. Ach ja, wundert euch übrigens nicht wegen meiner Stimme und falls ich unter den Augen ein bisschen rot bin. Ich glaube, das mit dem Heuschnupfen geht wieder langsam los. Also ich habe letztes Jahr irgendwie total Heuschnupfen gehabt, davor hatte ich das noch nie. Ja, mein Arzt meinte, das liegt daran wegen der Neurodermitis. Das ist irgendwie jetzt dadurch gekommen, weil ich das letztes Jahr sehr, sehr stark auch hatte. Und es hängt irgendwie zusammen und ja, ich glaube, Heuschnupfen geht ein bisschen los. Deswegen höre ich mich auch ein bisschen verschnupft an, finde ich. Und ja, meine Augen sind ein bisschen gerötet und ja, ich hatte jetzt keine Lust, da 5 Kilo Concealer drauf zu machen. Ich denke, ihr werdet das verstehen. Und ja, weiter geht es dann mit den Blushes. Ja, da sind ja meine allerliebsten Blushes momentan die Cream Blend Blushes von MAC. Und das ist so mein To-Go Blush geworden. Das ist die Farbe Britwit. Und wie ihr sehen könnt, ist der sehr, sehr gut benutzt. Ich finde, es ist einfach so ein wunderschöner Alltagston, der geht immer. Ob ihr jetzt stark geschminkt seid, dezent geschminkt seid, ob ihr pinke Lippen tragt oder rote, es ist total egal. Der Ton geht immer. Das ist einfach so ein schöner, ja, etwas, ja, altrosa farbener Ton. Ich finde, der ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Es ist einfach so ein braunstichiges Altrosa irgendwie. Also wirklich total schön. Heute trage ich ihn nicht. Ich trage heute einen von Catrice. Aber ihr findet das alles in der Infobox, wie immer. Also alles, was ich trage, alles, was ich im Gesicht trage oder an Klamotten und Schmuck und so weiter, findet ihr ja immer in der Infobox bei mir, wenn ihr das mal nachlesen möchtet. Aber ja, ihr konntet den sehr, sehr oft in meiner Infobox sehen. Also ich habe den eine Weile wirklich täglich benutzt. Ja, mittlerweile möchte ich wieder ein bisschen durchwechseln und auch meinen anderen Blushes wieder ein bisschen eine Chance geben. Aber ja, das ist wirklich ein wunderschönes Produkt. Das lässt sich sehr, sehr schön auftragen und verblenden. Damit kann man klasse arbeiten mit den Fingern oder mit dem Pinsel, wie ihr möchtet. Ich benutze immer einen Pinsel, weil ich da einfach nicht gerne mit dem Finger reingehe. Aber sehr, sehr schön. Also das sind wirklich die besten Creme-Blushes, die ich jemals hatte. Und ich habe auch 3 Stück davon. Das ist aber mein Liebster. Ja, und dann habe ich noch aus derselben Reihe die Farbe Something Special. Die hat auch schon das Pfändchen erreicht. Das ist so ein wunderschöner aprikotfarbener Ton. Auch sehr, sehr schön natürlich. Allerdings finde ich den toller für den Sommer, wenn ich ein bisschen gebräunt bin. Also den Britwit finde ich klasse, wenn ich sehr blass bin. Dann gefällt mir das total gut. Und der hier lässt halt wirklich die Wangen schön strahlen, wenn man gebräunt ist. Dann im Sommer mit einem tollen Highlighter. Sehr, sehr schön. Was mir auch gut gefällt, ist, dass die keinen Schimmer beinhalten, aber trotzdem so ein, ja, glowy Finish irgendwie machen. Also sie sind nicht matt. Ihr seht irgendwie trotzdem total schön frisch aus, obwohl sie ohne Schimmer sind. Und da kann man halt einfach nach Belieben noch mit Highlighter arbeiten. Und ja, das sind wirklich meine allerliebsten Blushes und die haben in kürzester Zeit das Pfännchen erreicht. Also ich glaube, Britwit habe ich seit, ja, November oder Dezember, also nicht viel länger, wenn sogar
Wenn nicht sogar, habe ich mir den erst dieses Jahr gekauft. Also ich weiß es gar nicht mehr genau. Und den hier habe ich seit letztem Sommer. Und das sind wirklich zwei Schätzchen von mir geworden. Und ja, dann geht es weiter mit dem nächsten Blush. Und zwar war das mein allererster Blush. Also nicht genau dieser, aber einer aus dieser Reihe. Und ich glaube sogar auch diese Farbe. Und zwar ist das von Manhattan die Farbe Fresh Peach. Den habe ich mir schon zigmal nachgekauft. Also ich finde die wirklich ganz, ganz klasse. Kosten, glaube ich, um die 3 bis 4 Euro. Und die gibt es in vielen verschiedenen Farben. Ich hatte damals auch noch immer so einen aprikotfarbenen Ton. Und das ist jetzt, wie gesagt, Fresh Peach. Sieht ganz, ganz toll aus. Hat einen leichten Schimmer, aber nicht so speckschwartenmäßig, sondern sehr schön dezent. Lässt die Wangen auch total schön frisch ausschauen. Und ja, das war damals so mein allererstes Blush, das ich mir jemals gekauft habe. Ja, das war immer so, ich habe das gekauft, aufgebraucht und nachgekauft und immer wieder, also ich hatte den bestimmt schon 10 Mal, wenn nicht sogar noch häufiger, entweder immer ein Fresh Peach oder diese Aprikotfarbe, ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie die heißt, aber es war immer eins von den beiden. Und damals habe ich sogar immer noch das Pinselchen hier mit dazu benutzt. Also momentan kann ich damit gar nichts mehr anfangen. Ich brauche da immer meinen Blush Brush, weil sonst geht gar nichts. Aber damals hat mir das auch irgendwie gereicht. Und ja, mochte ich sehr, sehr gerne eine ganze Weile. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch schon ein bisschen länger nicht mehr verwendet. Aber ja, ein Blush von Manhattan muss einfach irgendwie immer in meiner Sammlung sein. Das erinnert mich immer an damals. Und ja, hat eine schöne, zarte Textur. Ist auch nicht so stark krümelig. Geht eigentlich ganz gut. Und ja, sieht sehr, sehr schön aus und habe ich schon häufig nachgekauft und sehr, sehr oft aufgebraucht. Und ja, auch wieder hit the pan hier. Ja, dann habe ich noch einen Blush von MNY. Das war eine ganze Weile auch total gehypt auf YouTube. Und zwar ist das die Farbe 301. Das ist ebenfalls wieder so ein schöner pfirsichfarbener oder peachfarbener Ton mit einem leichten, dezenten Schimmer in so einem schönen Gold einfach. Und ja, sehr, sehr schöne Farbe, habe ich auch ganz, ganz gerne benutzt. Ich habe davon sogar noch ein Backup, also falls es irgendwann mal leer gehen sollte, habe ich das nochmal komplett neu da. Denn MNY ist ja aus dem Sortiment gegangen, das gab es ja früher bei DM. Und ich glaube, Catrice hat jetzt den Platz von MNY eingenommen. Auf jeden Fall gibt es ja die Marke nicht mehr. Ja, ich fand die jetzt auch nicht sonderlich spektakulär, außer die Blushes, die fand ich wirklich toll. Ich habe auch noch mehrere Farben davon. Ja, das war so der, den ich aber am meisten benutzt habe, bei dem man das Fältchen schon sehen kann. Bei den anderen ist es noch nicht aufgetreten. Aber ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, vielleicht bekommt ihr den noch irgendwie auf Kleiderkreisel oder so, wenn euch der jetzt so gut gefällt. Aber ja, ist ein sehr, sehr schöner Blush. Alternativ dazu dann natürlich die von Manhattan. Ich glaube, Aprikot geht ein bisschen in die Richtung von dem hier. Ist ein bisschen heller als der hier. Und ja, damals stand ich wirklich total auf diese orangestichigen Töne. Heute mag ich lieber diese pinkstichigen, weil ich irgendwie finde, die schmeicheln meinem Gesicht ein bisschen mehr. Aber dennoch benutze ich die sehr, sehr gerne. Ja, dann geht es weiter mit einem Blush von L'Oréal Paris und zwar ist es die Farbe 150 Candy Cane Pink. Auch schon gut aufgebraucht, fast sogar schon leer. Ja, da ist auch nur relativ wenig drin, also die Verpackung sieht sehr hoch aus. Man denkt, da ist vielleicht viel Produkt enthalten, aber dann kommt es so mit so einem Döschen, ihr könnt es aufklappen, da habt ihr erstmal einen Spiegel. Dann war hier noch so ein kleiner Pinsel mit bei, den ich entsorgt habe, weil mit dem konnte man wirklich gar nichts anfangen. Und ja, dann habt ihr hier das Produkt und es ist auch nur sehr, sehr wenig befüllt. Eine Grammangabe sehe ich da jetzt gar nicht, also kann ich euch leider nichts dazu sagen. Ist auf jeden Fall aus der Perfect Match Reihe und der ist ein wunderschöner ja, rosafarbener Ton, beziehungsweise eher so ein Rosé-Violett irgendwie, auch mit einem leichten Schimmer. Also früher mochte ich schimmernde Blushes super, super gerne, mittlerweile eher lieber matt und dann setze ich lieber selber mein Highlight, wo ich das gern haben möchte, aber dennoch ist es ein wirklich sehr, sehr schönes Blush. Ist ein bisschen teurer, kostet glaube ich um die 6 bis 8 Euro, wenn es nicht sogar 10 sind, ich weiß es leider nicht genau. Wenn es jemand von euch weiß, ihr könnt mir das gerne schreiben. Ich habe den auch schon ewig. Ich glaube, ich habe den mir damals mit 16 oder 17 gekauft. Also ich habe den, wie gesagt, schon ewig. Er ist immer noch gut, also an der Konsistenz hat sich nichts verändert. Ich finde den sehr schön weich. Der hat sich super gut verblenden lassen. Das war auch so mit eine der ersten, ja, dunkleren Farben bzw. anderen Farben, an die ich mich rangetraut habe. Früher war das ja immer eher so Peach bei mir. Und ja, so hat es dann damals ein bisschen mit Rosa angefangen.
Ja, dann habe ich noch einen Blush. Den werde ich jetzt dann auch, glaube ich, wegschmeißen, weil da bekommt man fast nichts mehr raus. Und zwar ist das von Essence die Farbe 10 Adorable. Und das war so ein Soft Touch, Silky Touch Blush. Ich weiß gar nicht, ob die bei Essence immer noch so heißen. Und ja, da könnt ihr das sehen. Am Rand ist noch ein bisschen Produkt, aber da kommt man super schwer hin. Also mit dem Pinsel eigentlich gar nicht mehr. Ich dachte, ich werde das vielleicht noch so als Lidschatten oder irgendwie aufbrauchen. Mit so einem kleinen Lidschattenpinsel kommt man da sicherlich noch gut hin. Aber so besonders war die Farbe jetzt auch nicht. Ist einfach so ein sehr, sehr, sehr helles Rosa, das man kaum gesehen hat. Ist eigentlich auch so ein perfektes Anfängerblush. Ich hatte das damals auch wirklich zu meiner Anfängerzeit gekauft. Ich glaube, da war ich auch circa so 17 oder 16, wo ich das geholt habe und ein bisschen rumgespielt habe mit den Farben. Ja, dazu kann man jetzt nicht sonderlich viel sagen. War, denke ich mal, nicht schlecht von der Qualität. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut dran erinnern. Damals habe ich auch noch nicht so drauf geachtet. Wenn es gekrümmelt hat, dann hat es halt gekrümmelt. Und wenn ich am Ende vom Tag aussah wie ein gefleckter, wie eine Kuh von den ganzen Blushflecken, dann war mir das auch egal, weil dann habe ich es ja wieder abgeschminkt und damals habe ich da noch nicht so Wert drauf gelegt wie heute. Aber ja, fand ich damals auf jeden Fall nicht schlecht. Ich denke, ich werde es aber nicht mehr nachkaufen und jetzt dann auch entsorgen, weil ich damit halt nichts mehr anfangen kann mit dem kleinen Rest, der da noch drin ist. Und ja, dann habe ich nochmal dasselbe Spiel, also wieder so eine sehr, sehr helle Farbe von Elf, und zwar die Farbe Innocence. Den habe ich mir mal online bestellt, da habe ich eine bisschen größere Elf-Bestellung aufgegeben mit meiner kleinen Schwester. Ihr bekommt ja sehr, sehr günstig die Produkte, kosten nur 1,79 €, wenn sie jetzt nicht teurer geworden sind über die Jahre. Und ja, den habe ich sicherlich auch schon seit 2 Jahren ungefähr da. Ist ein sehr schönes Rosa, auch wieder sehr, sehr hell. Sehr ähnlich mit dem von Essence, also wenn nicht sogar genau die gleiche Farbe. Und ja, fand ich damals ganz klasse. Wenn es mal schnell gehen soll, da muss man nicht viel mit blenden, da muss man nicht viel arbeiten. Also einfach mit einem fluffigen Pinsel schnell auftragen und schon ist man fertig. Und ja, was ich sagen wollte, die Qualität ist nicht so gut. Ihr habt es ja gerade gesehen, die Verpackung fällt total auseinander. Aber ich meine, für 1,79 € kann man da jetzt auch nicht sonderlich viel falsch machen. Wenn man mal ein bisschen Farben ausprobieren möchte und sich dann nicht gleich teure Blushes kaufen möchte, ist es eigentlich ganz gut. Da könnt ihr euch von jeder Farbrichtung einfach mal was bestellen und schauen, was euch so steht, was euch so gefällt. Und dann von mir aus diese Farbe von MAC oder sonst was nachkaufen, wenn ihr wirklich dann was Teureres oder Hochwertigeres haben möchtet. Aber so finde ich das ganz cool und ihr seht, ich habe das auch wirklich sehr, sehr oft benutzt. Ich mochte das damals, wie gesagt, gerne, diese helleren Töne, und ja, war an sich wirklich nicht schlecht, krümmelt ein bisschen und wie gesagt, die Verpackung ist nicht so toll, aber es geht ja eigentlich mehr um das Produkt und das war nicht schlecht. Das war es auch schon mit den ganzen Blushes, jetzt geht es weiter mit den Konturprodukten. Da habe ich 2 Sachen, die bei mir das Pfännchen erreicht haben. Und zwar einmal von Grimace die Farbe 884. Das ist so ein Eyeshadow bzw. Rouge, also ihr könnt das als beides verwenden, wie ihr möchtet. Und ja, diejenigen von euch, die mich seit Anfang an verfolgen, werden dieses Pöttchen hier kennen. Ich habe das damals wirklich immer wieder bei jedem Face of the Day oder Favoritenvideo in die Kamera gehalten und euch erzählt, dass ich das so, so toll finde. Mittlerweile muss ich sagen, ist mir das ein bisschen zu aschig irgendwie. Ich benutze das nicht mehr so gerne. Wenn ich mir meine älteren Videos anschaue, sieht man das total, dass ich so einen richtigen Balken im Gesicht hatte auf der Backe. Also das war vielleicht doch nicht so toll oder ich habe das damals einfach nicht gut verblendet. Ich hatte damals noch nicht so viele Pinsel wie jetzt. Ich habe das einfach mit einem Elf-Pinsel damals immer gemacht. Ich werde es nochmal ausprobieren und wenn das für mich als Konturprodukt nichts mehr ist, werde ich es einfach als Lidschatten benutzen. Ich denke, für die Lidfalte wird es auch sehr, sehr gut sein. Das ist einfach so ein schöner, aschiger Braunton. Und ja, wenn man sehr, sehr hell ist und ja, ein bisschen wenig, wenn man wenig davon verwendet, kann man damit sicherlich sehr gut konturieren. Und ich werde das, wie gesagt, nochmal ausprobieren. Habe ich wieder ausgegraben. Also ich habe das auch schon ein bisschen länger nicht mehr gesehen, das Produkt, muss ich ehrlich sagen. Aber damals fand ich das klasse und deswegen werde ich dem Produkt hier nochmal eine Chance geben. Ja, und dann kommen wir auch schon zu meinem allerliebsten Konturprodukt momentan. Das ist vom Benefit der Hoola Bronzer. Das ist jetzt allerdings so eine 3 Gramm Größe. Die habe ich mal über eBay bestellt. Ihr fragt mich da auch immer, wenn ich die in irgendwelchen Videos zeige. Ich weiß leider den Verkäufer nicht mehr. Den gibt es auch, glaube ich, nicht mehr, weil ich nochmal bestellen wollte. Und ich habe ihn nicht mehr gefunden. Ich habe da mit einer Freundin zusammen bestellt. Wir haben uns da dann die Versandkosten geteilt. Und ja, da habe ich mir auch damals den High Beam in klein bestellt und Coral ist da, glaube ich, noch. Und ja, so
So sieht das auch außerdem aus. Also habt ihr sicherlich schon gesehen, das ist so eine kleine Plastikverpackung bloß. Aber so zum Testen finde ich das mal ganz cool. Und ja, ich zeige euch das mal kurz. Einen Moment. Ist bei mir nämlich schon ziemlich auseinandergefallen. Ups, jetzt hat es meinen ganzen Tisch voll gesaut. Naja, da könnt ihr das sehen. Also die letzten Reste am Rand lösen sich und das Produkt fällt auseinander. Aber ihr könnt sehen, es ist fast komplett aufgebraucht. Also auch wieder ein Hit the Pan. Und ja, ist für mich wirklich das allertollste Konturenprodukt. Ist schön aschig, aber trotzdem nicht so stark aschig wie der von Grimace. Sieht ein bisschen natürlicher aus, lässt sich sehr, sehr gut verblenden. Ich mache das immer mit so einem fluffigen Puderpinsel einfach. Also da geht es für mich am besten. Den quetsche ich so ein bisschen zusammen und gehe dann so in die Kontur. Und ja, ich mag den super, super gerne. Waren jetzt, wie gesagt, 3 Gramm, die bald aufgebraucht sind. Hat aber wirklich auch eine Ewigkeit gereicht. Also ich glaube, im letzten Sommer oder so habe ich das bestellt. Und die Originalgröße beinhaltet ja 8 Gramm. Deswegen überlege ich mir das nochmal, ob ich mir die dann hole. Ich habe ja jetzt von MAC neu den Harmony Blush, den ich zum Konturieren noch testen möchte. Der ist ein bisschen orangestichiger, aber falls er nicht passt, werde ich ihn dann im Sommer benutzen. Ich habe den halt immer bei Rini gesehen und die ist ja auch relativ hell und hat den immer sehr gut gefunden. Deswegen wollte ich ihn mal testen. Aber ja, Hoola ist wirklich sehr, sehr schön. Den werde ich mir bestimmt irgendwann wieder in der Originalgröße nachholen. Auch im Sommer ist er sehr schön als Bronzer fürs ganze Gesicht. Das habe ich ja in meinem Get Ready With Me Pin-Up Look komplett ins ganze Gesicht gegeben. Und es sah trotzdem noch sehr schön natürlich aus. Und ja, ganz, ganz klasse Produkt, finde ich. So, und dann kommen wir auch schon zu den 2 Pudern, die ich euch noch zeigen möchte. Da haben wir einmal von e.l.f. Ein Puder in der Farbe Ivory. Das habe ich mir damals in der ja eben genannten Bestellung mal bestellt. Da habe ich, wie gesagt, mit meiner Schwester zusammengestellt und so sieht das aus. Ist ein sehr, sehr schönes helles Puder, das toll zu meinem Hautton passt. Also hat sich auch sehr, sehr schön mit dem Make-up irgendwie vereint. Also das sah nicht so draufgeklatscht aus. Sehr, sehr schön, finde ich. Und das hat auch nur 1,79 gekostet. Das ist außerdem auch schon mein zweites davon. Also meine Schwester hat sich damals auch eins mitbestellt, hat aber Probleme mit öliger Haut und das war nicht so toll mattierend. Und da ich ja eben trockene Haut habe, geht es bei mir nicht darum, ob ein Puder mattiert, sondern eher so um die Deckkraft. Also wenn ich dann zum Beispiel abends ausgehe, gebe ich über mein Make-up einfach noch gern Puder, damit das besser hält und ein bisschen, ja, ein bisschen mehr einfach ist. Und ja, ich mochte das sehr, sehr gerne, benutze es ab und zu immer noch, also meistens eher transparentes Puder, da das wirklich die Farbe vom Make-up null beeinflusst. Aber das war auch sehr schön und vor allem auch sehr schön hell. Hell genug für meinen Hauttypen auf jeden Fall. Und ja, für die 1,79 kann man da wie gesagt nichts falsch machen. Ja, sehr, sehr gut und eins davon habe ich wie gesagt schon aufgebraucht und ja, mag ich. So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Produkt und zwar ist das von Essence aus der Pure Skin Reihe, der Pure Tint Kompakt Puder gegen Pickel, Mitesser, mattierend und beruhigend in der Farbe 02 Sand. Das habe ich jetzt auch gefunden, wo ich durch meine Schminksammlung gegangen bin. Also ich habe wirklich jede Schublade aufgemacht und geguckt, wo man das Pfännchen sieht, bei welchen Produkten. Und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, warum ich das noch nicht entsorgt habe, denn es ist wirklich uralt. Ich habe das, glaube ich, gekauft, wo ich 16 war. Das müsste mal im Sommer gewesen sein, weil das viel zu dunkel für meinen Hauttypen eigentlich ist. Ich werde es euch gleich zeigen. Und ja, ich hatte eigentlich niemals Probleme mit Pickeln, habe aber früher trotzdem immer diese Puder hier gekauft von Essence, weil die sehr, sehr günstig waren und ja, weil ich dachte, das bringt irgendwas, wenn ich das benutze, einfach vorbeugend. Und ja, ich hatte, wie gesagt, damit nie Probleme. Ich habe ja sehr, sehr trockene Haut. Da bekommt man dann zum Glück keine Pickel. Und ja, so sieht der aus. Sehr dunkel, wie ihr sehen könnt. Also wirklich sehr, sehr dunkel. War sicherlich im Sommer gewesen. Ansonsten bin ich rumgelaufen wie ein Clown, wenn ich das so getragen habe mit dem Hautton. Aber ja, ich weiß es nicht mehr so genau. Ist schon lang her, aber wie ihr seht, das Pfännchen ist erreicht. Ich habe das mal probiert, aber es gibt keine Farbe mehr ab. Ich könnte da rumreiben und es geht nichts mehr runter. Das ist unglaublich. Das ist total hart geworden und eingetrocknet. Also ich könnte da, seht ihr das? Ich kann da mit dem Nagel reinstechen, da passiert nichts. Das ist einfach wie Knete geworden. Und ja, deswegen werde ich das jetzt entsorgen. Also für den Sommer brauche ich mir das nicht mehr aufzusparen. Das ist jetzt auch schon uralt. Ich weiß gar nicht, ob es diese Serie noch von Essence gibt oder ob die jetzt schon anders heißt. Also
keine Ahnung. Wie gesagt, uralt und ist irgendwie in Knetenkonsistenz umgewandelt. Also keine Ahnung, ich kann damit nichts mehr anfangen. Deswegen kommt es jetzt auch weg. Und ja, war auch ganz gut, dass ich mal meine Sammlung durchgeguckt habe, so ein bisschen die Produkte durchgegangen bin, die fast leer sind. Spornt natürlich auch ein bisschen zum Aufbrauchen an. Also wenn ich denke, okay, das benutze ich noch 5 Mal, dann ist es vielleicht leer. Mache ich das auch gerne. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe natürlich sehr, das Video hat euch gefallen. Ihr mögt ja auch die Aufgebraucht-Videos immer sehr gerne, was ich so von euch höre. Und das ist mal so ein bisschen eine andere Variante. Und ja, ich möchte gerne noch 2 Personen taggen. Und zwar einmal die liebe Snowflake. Ich würde mich sehr freuen, wenn du da mitmachen würdest. Ich bin sehr, sehr gespannt, welche Produkte du so hast, die schon das Pfändchen erreicht haben. Und dann würde ich gerne noch die liebe Fanny Pilgrim taggen. Ich denke, du hast eine riesengroße Schminksammlung. Und ja, was bei dir so das Pfändchen erreicht hat, interessiert mich natürlich auch sehr. Da sind bestimmt eine Menge Produkte mit dabei, zu denen du ein bisschen was sagen kannst. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mitmacht. Und ja, ihr Lieben, ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!